So, na dann werden wir mal ans Telefon gehen. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Mit Mutter fertig werden. Na, ist ja super. So, dann schauen wir uns mal um, was wir hier noch so finden. Videorekorder. Aber wir haben ja keine Kassette gefunden. Hey, nochmal eine Münze. Ja, das ist wieder die tolle Familie. It's too late for them. Ja, vielleicht. Oh Gott, was ist das? Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mama und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merken, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia. Sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Okay. Ne? Nee. Außer Nishi-Shields und Gambis. So. Was haben wir denn da? 44 am. Oh, 44 am Mag. 4 Rückschlag. Oh, Alter, nice. Eine Magnum. Eine Magnum. So. 9. 5, 3. Stabilizer erhöht die Nachladefähigkeit. Hier war ja Steroid drin. 3, warte mal, ich guck mal, ob das. Hallo. Vielleicht gehört er Zoe. Warum kann man den jetzt nehmen? Warum? Wozu? Was? Alternatives Kostüm. Oh, wir haben 7. Schau mal. Nein. Okay, pass auf. Wir probieren es mal. 1, 3. Okay, vielleicht funktioniert es ja. Ah. Nice, okay. So, Zeit für Steroide. Pfeif's ja rein, Junge. Egal, komm, einfach irgendwo eine Spritze hier von Hause dir rein. Okay, Telefon werden wir bestimmt nicht nochmal irgendwie benutzen können. Schöner Scheißer auch. Hier würde. Hier ist mal ja nee, Rauchton. So. Denn. Warte mal kurz, ich hab. Pistole dabei, den würde ich mal erstmal ganz kurz probieren.
Wo war denn das jetzt? Hier vorne, ne? Hier war es das. Toolkit, genau. So. Okay, dann schauen wir noch mal, was haben wir denn hier für eine? Ist die besser? Ja, und? Gibt es noch eine Erklärung oder irgendwas dazu? Relativ kraftvolle Pistole. Sie ist in einem schlechten Zustand, aber es scheint noch brauchbar zu sein. Okay. Ja, ist gut. Standardmodell, einfache Handhabung. Ich hätte gerne mal irgendwo die Stats gesehen. Wahrscheinlich wird die hier, die M19, ein bisschen mehr Bums haben. Aber die Magazingröße ist schon ganz geil eigentlich. Okay, ich guck mal. Witz. Ah, nochmal flüssige Chemikalien. So. Oh, Schießpulver. Nice. Komm, machen wir uns nochmal kurz Munition draus. Perfekt. Würde ich mal sagen, gehen wir hier mal lang. Ach, das sag ich auch nochmal. Hier bin ich auch mit mir lang gegangen, ne? Zeig mal. Das ist wieder so ein Footballkopf irgendwie? So ein Footballspieler? Das Geräusch. Mann, Alter, was ist das für ein Scheiß mit diesen Puppen? Ich verstehe sowas nicht. Warum hängt man Puppen hin? So eine Gammian ollen Puppen. Vor allem, woher hat man diese ganzen Puppen? Also wenn irgendwo mal eine hängt, dann kann man sagen, naja, wahrscheinlich lag die hier im Keller, aber doch hier nicht 30. Was soll das? Was soll sowas? What is this? Ein paar schöne Kubitena. Flüssige Arznei. Gewürm und Geschmeiß. Ach, das sieht auch wirklich eklig aus. Okay. Oi. Oi. Okay. Scheinbar muss es wohl schnell genug sein, dann kriegt man sie anscheinend platt. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ja, ein Flammenwerfer ist natürlich keine schlechte Sache hier mit den ganzen Fliegen. Kann ich den... Nee, man kann ihn nicht nehmen. Ja, wahrscheinlich nicht runter können. Gott. Oh. Was ist das denn? She's upstairs. Don't go up. Ja, das ist ja... Ach du Scheiße, ey. Okay.
Sie ist oben, geh nicht hoch. Tja. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, ob ich mich so ohne weiteres da diesen Schwarm irgendwie nähern kann. Guck mal kurz die andere Tür. Steht dort? Nö. Guck mal, ob hier die offen ist. Oh, guck mal. Ah, oh, so ein Nest. Frage ist, komme ich da jetzt auch vielleicht nochmal einen Flammenwerfer durch oder was? Oh, da hinten ist da auch alle, da wimmelt's doch auch. Ach, so ein Scheiß. Also ich probiere mal wirklich erst auf der anderen Seite mein Glück irgendwie. Weil man da auf der anderen Seite vielleicht langkommt. Ich hoffe, das funktioniert, ey. Was ist das denn? Ach, das ist eine Kiste. Oh, shit. Ah, gut. Das ist ja erstmal scheiße jetzt hier. Ja, der Flammenwerfer wäre schon geil eigentlich. Guck mal, hier haben wir uns doch versteckt hier mit der Mia. Oh Gott. Grusti Gusti hier noch rum, hat. Uha. Festbrennstoff. Okay. Flintenmunition, super. Ach, guck mal, da ist noch eine flüssige Chemikalie drin. Ah, hey. Dietrich. Komm, wir probieren es mal. Oder was? Oh Gott. Sieht überhaupt das Menü aus? Okay. Wir probieren es mal. Wenn ich jetzt seitlich ran hier. Da kriegt er was. Sieht nicht so aus. Oh. Okay, man muss hier also so runter steppen hier irgendwie runter sliden. Ah, ist eine gute Taktik. Das probieren wir mal so. Nein! Ah, verdammt! Ja, mach die weg! Was haben wir? Oh, sehr schön. Starke Flüssigkeit. Starke. Warte mal, habe ich eigentlich noch? Nee, habe ich nicht. Brennerkraftstoff. Nice. Kraftstoff von dem Brenner. Okay.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal nicht gut an, was hier hinter ist. Hey, no shit. Alles klar, das ist nicht so eine gute Idee, hier durchzugehen. Das lassen wir mal. Oh. Kommen wir noch nicht vorbei. Mann, ey, überall. Oh. Schießpulver. So, jetzt kommt mal der Punkt, den ich gerne mal ausprobieren will. Was mit einer starken Chemikalie? Verbesserte Pistolenmunition. Aha. Munition mit zusätzlichen mit zusätzlichen Schießpulver, wodurch die Durchschlagskraft erhöht ist. Munition wechseln mit G. Nice. Das ist doch geil. Das finde ich gut. Echt nicht gut aus hier. Probieren wir schnell vorbei zu flitzen. Okay. Ein Crowd. Was ist das? Brennerdüse. Aha, schau, schau. So, außer Dosenpyramiden finden wir hier sonst noch irgendwas? Noch eine Dosenpyramide. Da vorne komme ich nicht rüber irgendwie. Und das wirkte schon so, als wenn du da eine Art Kurbel oder irgendwas brauchst. Okay, ich höre mal schnell an den Viechern vorbei. Oh, greif mich nicht an. Bitte, 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 bitte. So, sieht er da vorne? Neben dem Nest. Hundertprozentig brauchst du eine Kurbel oder irgendwas. Und die haben wir nicht. Scheiße. Viecher hier drinne. Ah, schnell weg. Gut. Nein! Schön, dass es keine Hunde sind. Des alten Hauses. Das ist sehr gut. Okay, die Galerie kennen wir schon. Da war das Schattenrätsel bei mir. Ich bin mal gespannt, ob der Gang noch offen ist. Nicht irgendwelche Insekten hier oder irgend so was. Okay, der Gang ist zu. Und was haben wir denn hier? Die giftige Räuber. Das Gemälde zeigt ein Netz gefangenen Schmetterlingen. Tja. Scheiße. Der Brennergriff. Kann ich jetzt schon was zusammenbauen, oder? Yes! Jawohl, mein Freund! Na, aber... Flamme an! Na, das wird doch geil. So, nochmal ein bisschen Müllpanda spielen. Pistolen... Ah, scheiße, echt, ja? Kein Platz mehr? Einfach mal so ein bisschen Unkraut in die Fresse gestopft. Ah,
Schade, schade, schade. Ja gut, okay. Dann muss ich die erstmal ganz kurz hier liegen lassen. Was ist das? Es wird was angeleuchtet. Hier ist ein kleiner Safe Room. Cool. Was ist das? Rucksack durchsuchen. Oh, schön. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. So, nochmal schnell einen kleinen Footballspieler platt gemacht. So, show me my menu. So, dann holen wir uns natürlich noch ganz schnell mal. Was war das? War hier was? Ah, ist die Katze, ne? Dann hole ich mir mal ganz schnell die flüssige Chemikalie. So. Grundsätzliches Problem ist aber trotzdem, ich habe keine Kurbel oder irgendwas. Die vielleicht drin. Ich würde jetzt mal einfach sagen, wir packen den Schlüssel mal beiseite. Munition packen wir beiseite und ich würde vielleicht. Bringt mir das was? Ja. Bringt mir was, indem ich die jetzt zur Seite packe und die dahin packe. Dann ist der Slot frei. Kann ich die nicht hier stacken? Ah, nee, kann ich. Ein Schuss. Oh, ein Schuss zu viel. Toll. No! Hm. Safe. Dann schauen wir uns doch mal den Raum da vorne an, wo dieser Schwarm rumflog. Vielleicht finden wir was. So. Das ist nicht mehr da. Ey, ich hoffe doch bloß, dass jetzt hier nicht die Alte irgendwie an die Krochen kommt jetzt hier und wir uns vor der Ona verstecken müssen. Yes! Flamme an, Freunde. Okay, das geht doch ganz gut. Sehr schön. Was? Geht jetzt doch irgendwo hin? Oh. Ja, allerdings verlieren wir auch sehr schnell Brennstoff. Also man muss wirklich ein bisschen aufpassen, aber... Oh, was war da? Gegen dieses Festbrennstoff. Schön. Das ist natürlich klasse. Da sagen wir doch gleich... Da munitionieren wir doch nochmal auf hier. Gibt es hier noch was? Nein. Mal flüssige Chemikalie. Ah, muss ich wirklich alles upgraden. So, wo geht's denn hier hin? Wo ist denn das? Wo hast denn du die hier versteckt, mein Kleiner? Guck mal, ich zauber dir ein Lächeln mit meinem Messer. So, okay. Dann geht's mal weiter. Ihr habt auch gerade das Knall an der Tür gehört, oder? Oh. Antike Münze. Thank you.
Mia, du. Ja, nee, eigentlich will ich nicht mit dir reden, Psycho-Torte, ey. Willst du mir wieder eine Hand abschneiden? Erzähl keinen Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, Hilfe! Verdammt. Verdammt, ja. Und so ein scheiß Meth-Sücht. Der Typ hat sich jetzt quasi... Ach, naja, eigentlich. Hat sich die scheiß Gusse gegriffen, die dich mit der Kettensäge angegriffen hat. Die dir eine Hand abgesägt hat. Die dir mit dem Messer durch die Hand gestochen hat. Ich weiß nicht, wie hoch meine Motivation jetzt sein sollte, diese Frau zu retten. Okay, gut. Was haben wir jetzt überhaupt jetzt hier gefunden? Ah, okay, alles klar. Das brauchen wir nochmal für das Schattenrätsel. Da gehen wir da mal schauen. Rein, draußen! Oh. Verdammt! Ach, das ist doch scheiße. Ja, mach's hier weg. So, okay, jetzt ist also die Alte mit dem Spiel. Das ist natürlich auch schön und schnell. Okay, die Problematik. Na, das Kraut gönne ich mir doch. Ist ja ekelhaft. Oh Gott, wo ist da jetzt? Brennstoff, sehr schön. Nochmal Brennstoff, sehr schön. Hingegangen. Wo bist du? Oh. Ja, also dasselbe Spiel jetzt mit wie mit mir oder was? Jetzt kommt die Alte zurück. Alter, haben wir Schwein? Oh nee. Mist. Oh, scheiße. Oh, nee. Ist das ekelhaft.
Oh, widerlich, ey. Überall Würmer. So. Ein Kraut? Ich brauche eine Kurbel oder irgendwas. So, okay. Hier in der Ecke hat sie sich doch die Mia gekascht. Ja, Psychotone kommen. Oh. Hallo. Eine Kurve benutzen? Denke ja, oder? So, na, das macht uns doch das alles etwas einfacher. So, tatsächlich würde ich ganz gerne erstmal. Das sieht mir hier irgendwie so ein bisschen aus, als wenn das jetzt hier so langsam so ein Bossfight ausläuft. Ich würde gerne mal speichern. Warte mal, eigentlich dazu müsste ich nochmal durch diesen Krabbenraum hier. Krabbenraum. Da, wo die ganzen Würmer waren. Dann raus. Oh, im Leben wirklich. Oh Gott, Alter. Also hier wird jetzt nicht gerne wirklich durch. Also. Nö, da wird. Ist das widerlich. Naja, dann ging so eine Treppe hoch, ne? Und das hieß ja, geh nicht nach oben. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich eine sehr ernst gemeinte Warnung gewesen sein.